Mega fluffig, super einfach und mit herrlichen Käsefäden unser Mozzarella-Brot aus dem Thermomix. Heute zeige ich dir, wie du einen super einfachen Hefeteig im Thermomix zauberst und daraus zaubern wir wirklich so ein richtig cooles Mozzarella-Brot. Das hat nachher so richtig schöne Käsefäden. Ich liebe das ja und es passt perfekt zum Grillen oder für so einen netten Abend zu Hause. Also lass uns direkt starten. Wir brauchen 100 Gramm Wasser, 200 Gramm Milch, ein Päckchen Trockenhefe oder alternativ einen halben Würfel frische Hefe und einen guten Teelöffel Zucker. Das Ganze erwärmen wir jetzt für 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 2. Dann brauchen wir etwa 500 Gramm Mehl. Wenn der Teig nachher noch sehr klebrig ist, kannst du einfach noch mal einen Esslöffel dazugeben. Ich habe jetzt hier Weizenmehl. Dann brauchen wir ein Ei, 20 Gramm weiche Butter und 10 Gramm Salz. Und das Ganze verkneten wir dann für 3 Minuten zu so einem schönen Hefeteig. Dafür liebe ich ja meinen Thermomix. Du auch? Schreib es unbedingt in die Kommentare. Unser Hefeteig ist fertig. Der muss ein bisschen kleben, damit es nachher richtig schön fluffig wird und nicht so ein trockenes Ding wird. Wir füllen das Ganze um. Du weißt ja, ich benutze immer gerne den Teigtwister dafür. Und den Rest kriegen wir jetzt auch noch raus, und zwar mit einem ganz einfachen Trick. Den setzen wir einfach nochmal auf und machen nochmal so für 10 Sekunden auf Stufe 10. Das Ganze sieht jetzt so aus und jetzt kannst du wirklich nochmal so mit dem Spatel hier rumfahren und dann kriegst du wirklich den letzten Rest nochmal gut raus. Und das Ganze muss jetzt abgedeckt an einem warmen Ort für etwa eine Stunde ruhen. Eine Stunde ist vergangen. Ich habe jetzt schon mal den Ofen vorgeheizt und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Jetzt fette ich noch mal einmal die Form und dann geht es auch schon ans Ausrollen. Und den teile ich jetzt mit dem Spatel in 12 gleich große Stücke. Den Mozzarella habe ich auch schon in 12 Streifen geschnitten und den rolle ich jetzt mit ein. Das kann jetzt noch mal für 10 Minuten abgedeckt ruhen und in der Zeit verquirle ich schon mal ein Eigelb mit Milch. Also ich glaube, damit komme ich nicht so weit. Das Eigelb war sehr klein, dann nehme ich auf jeden Fall noch mal ein zweites dazu. Sehr schön, das sieht fantastisch aus. Ich freue mich jetzt schon darauf und jetzt geht das in den vorgeheizten Ofen und zwar für 25 bis 30 Minuten. Wie das duftet, das ist echt himmlisch und ich freue mich jetzt schon aufs Probieren. Ich lasse jetzt ungefähr noch mal 5 Minuten abkühlen und dann wird gefuttert. Ich garniere das Ganze gleich noch mit ein bisschen frischem Basilikum, einfach für die Optik. Und gleich kommen die Kollegen dazu. Okay, also der Duft lockt auf jeden Fall hier schon die Kollegen an. Statt Mozzarella kannst du übrigens auch einen Bergkäse oder einen Gouda nehmen. Schmeckt auch richtig gut. Ich hoffe, unser Mozzarella-Brot schmeckt dir genauso gut wie uns. Schreib es hinterher unbedingt in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir genießen noch unser Brot und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!